Hallöchen! Willkommen bei einer neuen Folge Let's Remake mit dem Ed! Wir fangen an, da wo wir aufgehört haben. Licht. Ich habe gerade doch eine Eingebung gehabt. Ich würde sagen, dass das sehr groß ist. Und da kommt es jetzt auf die... Helligkeit an. Schauen wir mal. Oh, reicht doch schon, oder? Und hier vielleicht noch ein klitzekleines. Sowas hier. Ja. Das Einzige, was mich halt jetzt schon länger stört, sind diese Lichtschalter. Auch wenn die farblich gut gepasst hätten, aber... die runde Form. Ist eigentlich nicht, was mir gefällt. Schlüssel. Wir haben ja auch welche zum Hinhängen. Einfach Optik halber. Wow. Jetzt hängen sie. Das darf jetzt... Ich wünschte, das Muster wäre ein bisschen kleiner. Dem auch. Oh, Technik. Da werde ich mich nicht dran gewöhnen. Oh. Weil es weiß schon nicht schlecht ist, ne? Im ersten Teil gab es noch richtige Matten, Vorleger. So. Was
Was machen wir jetzt mit diesem freien Feld? Vielleicht die Idee. Lass mal kurz. Ganz kurz. Der ist halt schon ein bisschen breiter. Oder nehmen wir doch eher... Aber da könnte man die Schuhe auch reinstellen, ne? Ja, vielleicht auch nicht. Egal, lass mal so. Wenn ich es so mache, die Griffe dafür wieder schwarz. Aber wenn, dann muss das weiß, weiß, weiß. Gut. Obergeschoss. Komm mal mit. Hier der Boden. Müssen wir noch gucken. Also hier im Allgemeinen. Die Tür. Finde ich okay. Stopp. Gehen jetzt so nach innen. So? So ist in Ordnung. Gut. Das Hobbyraum, Arbeitsraum. Ich sehe schon wieder Probleme. Dachschräge. Ich habe bei mir ja auch Dachschräge. Das macht nur Probleme, wenn man Regale hinstellen will. Na. Dann müssen wir... Jetzt machen wir erstmal die Farben. Die Wand hier. Und... Fenster. Ich habe keine Ahnung, was wir brauchen. 7766. Ganz ehrlich, im Arbeitszimmer braucht man nicht so viel.
Spiegelt sonst sowieso immer nur. So. Reicht doch. Dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir mal ein bisschen Farbe rein. Tapetenfarbe. Bam. Aber nicht zu aufdringlich. Das ist so süß. Aber nichts fürs Zimmer. Sowas hier vielleicht. Mit den passenden Farben. Eine Mischung aus Blau und Türkis, würde ich sagen. Schwarze wird dunkelblau. Müssen wir mal kurz gucken. So. Und der Untergrund hell. Okay, es ist grobmaschiger, als ich erwartet habe. Aber in Ordnung. Ich mag's. Hatte ich ja auch kürzlich in meinem Live-Chat das Thema, dass Fototapeten ziemlich schlimm sein können. Aber das hier ist ja ein bisschen was anderes. So ein bisschen. Aber mehr darf es auch nicht sein. Die Fußleiste fände ich sogar in Ordnung. Da müssen wir nur ein bisschen schauen. Ob wir nicht vielleicht... Wir haben nämlich... Das Zeug hier. Das sind halt richtige... Zaun, Treppe. Boden, Übergangsstreifen. Aha. Sowas sind halt richtige Fußleisten. Die hier fände ich nicht mehr schier. Das ist zu protzig. Glas. Oh. Oh. Das ist ja cool. Interessant. Kann ich bei dem jetzt einfach das ist schwarz? So nämlich. Dann sieht das auch vernünftig aus. Es ist so merkwürdig, dass die Musik immer wieder stoppt. Der Loop ist nicht lang genug. Thank you.
So, wunderschön. Sollte ich vielleicht öfter machen. Nein, das kommt weg. Tschüss. Das brauchen wir wirklich nicht mehr. Dann machen wir hier rum die Bücherregale und in die Ecke dann den Schreibtisch. Das wird jetzt lustig. Bist du? Das wird lustig jetzt. Ich leg das jetzt einfach mal hier ab. Und dort. Hier. Und das Zeug schwebt. Ich hätte es gern behalten, aber egal. Das könnte man vielleicht hier hin tun. Also, Bücherregale. Niedrig. Leider. Wir schauen jetzt erstmal so. Ich brauche viel Platz. Ich habe aktuell an die 4300 Manga-Bände. Plus die Bansai, die im Keller schlummern. Wir müssen einfach. Nehmen, was wir kriegen. Und natürlich passt nichts rein. Was haben wir denn? 2 Meter. 2,20. 1,80. Das ist so ein bisschen unpraktisch. Das hat auch 1,80. Das ist absolut nicht hübsch. 2 Meter. Hoppla. 1,90. Ja, dann müssen wir zu dem greifen. Und im Bestfall drehen wir es auch richtig rum, ja? So, ein bisschen weg vom Fenster. So, dann. Kommt drauf an, wie groß du bist. Das passt mir aber auch nicht. Hiervon ein paar. Bekomme ich 3 nebeneinander. Bekomme ich sogar. Sehr nice. Ey. Schön aneinander. Das wird nie und nimmer reichen. Aber, naja. Ich würde da gerne noch was reinmachen. Was Kleines. Sowas hier.
Wie viel hat das? 80? 1,40. Auch 1,40. 1,10. Oh. Das passt besser. Frage, nehme ich die hellen Farben? Was hätten wir denn sonst im Angebot? Das fände ich nicht schlecht. Das passt zu der. Ja. Und nein. Mir gefällt's zwar, aber ich find's fast ein bisschen zu dunkel. Das ist doch in Ordnung. Ich lasse das jetzt erstmal so. Dann packt mir noch einen großen Schreibtisch rein. Es muss auf jeden Fall eine Ecke haben. Mit Stauraum. In ansehnlich. Aber da können wir die Farbe wieder anpassen. Zur Not. So, Ecke. Oh Gott. Ich meine, die Basis können wir lassen. Die finde ich in Ordnung. Das ist okay. So. So kann man es lassen. Kann ich vielleicht? Das ist Holz. Plastik, meine ich. Wartet mal. Was ist denn da jetzt passiert? No, 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 no. Hier ist dieses Graue. Das kriegen wir doch irgendwie zusammengeschnippelt, oder? Das? Dann ist dieses komische Rot da weg. Oh, viel besser. 5 Minuten habe ich noch. Dann muss ich leider los zur Arbeit. Okay, dann würde ich sagen, hier noch was hin. Frage ist nur, was? Kleine? Eher was Höheres. So in der Richtung. Oh! Oh!
Das wollte ich jetzt nicht. Nein! Ach du dummes Ding! Jetzt. Wer will. Versteh, wer will. Dann ist das hier das. Das da oben. Verstehe, wer will. Ja, so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Sieht es bei mir zwar gerade aktuell nicht aus, aber fast. Nur fast. So. Und so. Kann ich die irgendwo... Naja, besser als nichts. Mein Laptop liegt tatsächlich im Wohnzimmer. So als Ersatz. So, das runter. Mein Zeichenkram wird dann irgendwo in den Schubladen rein müssen. Deswegen hätte ich auch gern noch einen schönen großen Schreibtisch gehabt. Meiner ist schwarz auf schwarz. Sieht sogar fast genauso aus. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal erwähnt. Ne? Den Stuhl noch. Meiner ist schwarz und grau. Wobei, so richtig grau auch nicht. Gott, sitzt der niedrig. Für den Boden müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ich habe keinen Plan. Teppich. Weicher Teppich. Nicht so weich. Weiß. Ich habe aktuell hellgrau. Weil das Hellgrau schon lange nicht mehr hell ist. Der gehört mal ausgetauscht, um ehrlich zu sein. Schönes, gemütliches Arbeitszimmer. Und dann muss ich zur Arbeit. Wo es nicht so gemütlich ist. Aktuell sowieso nicht, wegen dem Wasserschaden, den wir ja immer noch bekämpfen. Das ist furchtbar. Okay.
kann man mit leben. Ups. Dann sage ich danke an dieses Schiff fürs Zugesehen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Joa, kann man lassen. Bücher werde ich nicht reinräumen, das würde zu lange dauern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und bye bye.